So, willkommen zurück zu meinem Minecraft Let's Play. Das ist jetzt die 37. Folge und wir waren hier schon ziemlich fleißig und haben ganz schön viel hier unten ausgehoben. Ja, da draußen lucken überall die Creeper noch rum, deswegen habe ich eigentlich auch keine Lust, da oben gerade weiterzumachen, weil die mich dann sehen und da rumstreuen, und wenn ich dann aus Versehen runterfalle, dann haben sie mich gleich. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier noch ein bisschen weiterbauen und ja, das muss auch getan werden. Ich werde hier auch wieder einen doppelten Boden reinziehen, weil vielleicht wollen wir da irgendwas ändern, eine schicke Decke reinziehen oder sowas. Und so wie ich das auch schon bei meinem Haus gemacht habe, ist dann immer einfacher, wenn man gleich von Anfang an einen doppelten Boden mit einplant. Das haben wir bei unseren, also bei den Welten, wo Sat und ich dran arbeiten, immer so gemacht, dass wir einen doppelten Boden machen. Weil dann kann man zum Beispiel auch das Wohnzimmer mal mit so einem Teppich gestalten oder auch hier oben einfach so einen Teppich reinziehen, ohne dass man dann die ganze Decke kaputt macht und unten auch den Boden sieht. Weil das dann immer so ein bisschen komisch aussieht, weil es ist dann eigentlich von unten oben ein schöner Boden, passt auch ins Wohnzimmer rein und unten ist die Küche und da hat man dann eine bunte Decke oder so einen Schwachsinn. Da denkt man sich auch, hä, was, hallo, warum soll das denn sein? Nee, das ist nicht richtig. So. Und ich habe mir da nicht auf die Uhr geguckt, wie so oft. So. Zwei schon. So. Ja, da muss ich kurz mal gucken. So, plus. So, okay. So lange können wir noch aufnehmen. So, und da ist Sandstein. Aber das werden wir noch alles abschlagen müssen, weil das alles viel zu hoch ist. Also nicht mit der Schaufel. So, draußen wird es bestimmt gleich schon wieder Nacht. So. Und die nächste Schaufel ist kaputt. Das geht ja hier ratzfatz. So, gucken wir mal, ob die Creeper immer noch draußen auf uns lungern. Scheint ja nicht mehr so der Fall zu sein. So, nehmen wir hier den Sand noch weg und dann fangen wir an, die Decke zuzuziehen. Also die Decke wird wieder zwei hoch und la 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 la, ich mag ganz viel Sand, 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 Sand und ganz viel Strand, Strand, ja. Ja, und einer hat ja geschrieben, dass ich ruhig einen Wolle-Song rappen kann. Und ich hoffe, mir fällt es beim nächsten Mal ein, wenn wir wieder Wolle sammeln gehen. Dann versuche ich mich da mal dran. Also ich weiß nicht, ob das was wird. Keine Ahnung. Und wir haben Kohle gefunden. Uhu. So, jetzt machen wir aber erstmal hier aus dem ganzen Sand Sandstein. Juhu, 64 Sandstein. Damit können wir doch wieder dann einiges bauen. Ja, jetzt kommt wieder dieses elendige Drücken. La 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 la. Noch 14 mal drücken. Also da würde ich mir echt eine Funktion wünschen, dass der Notch da sowas programmiert, dass dann das dann automatisch alles gemacht wird. So. Ich ziehe jetzt erstmal nur eine Schicht Boden rein. Die zweite können wir ja später reinziehen, aber das ist dann schon mal auf jeden Fall einfacher, auch gleich dann oben rumzubauen. So. Ja, wenn ich jetzt so weitermache, habe ich gleich nichts mehr. So. Auf jeden Fall muss ich gleich hier unten auch schon mal Fackeln setzen. Und den Sandstein können wir gleich schön abbauen da und benutzen. Und auch die Sonne geht schon wieder unter. Und der Creeper ist immer noch da. Ja, super. So. Eine Treppe müssen wir ja auch noch bauen. Wahrscheinlich werde ich es gleich erstmal mit Leitern machen. Und da ist der Sand auch schon wieder alle. So, jetzt geht es daran, hier den Sandstein mitzunehmen. Und das ist wirklich ein riesiger Sandsteinverbrauch, den man hier hat. Aber ich meine, dafür sieht es auch im Ende schick aus, ne? Also ohne Fleiß keinen Preis, ne? So. So, und den auch noch, und den auch noch. Ich denke mal auch, dass wir dann zwischenzeitlich wieder zurückgehen und bei uns da den Sand weiter wegmachen auf der Insel. Trifft sich ganz gut und ist ganz praktisch, weil wir den ja hier brauchen, den ganzen Sand, besser gesagt als Sandstein. So, da ist noch ein Ding. So, und gleich muss ich auch hier alles beleuchten, ansonsten haben wir hier die Mobs drin sitzen.
Das wollen wir ja nicht. Ich meine, das Bett ist nicht weit weg, aber vielleicht bringen sie dann noch das Bett mit und dann spawnen wir wieder im Arsch der Welt. So. Zack, zack. Am Boden fackeln setzen ist immer so ein bisschen blöd, weil ich schlag die ja eh gleich wieder weg. Aber ich habe die Wände noch nicht so weit und es wird dunkel. So, na, ziehen wir uns hier schon mal ein bisschen was von der Wand. Nicht so. Nein. Da will ich nun mal wirklich keine Blöcke haben. So, und jetzt setzen uns hier überall schon mal Fackeln hin. Ich werde wohl oder übel auf dem Boden schon ein paar setzen. Oder hier an die Wand. So. Und jetzt müssen wir irgendwie hochkommen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach ganz, ganz einfach, indem ich mir jetzt hier eine Treppe baue. So. Ja, da drüben sollte ich auch noch ein paar Fackeln schon mal hinsetzen. So. Und die Sonne geht auf und unter und zieht über uns hinweg. Und der Mond geht auf und zieht und unter und zieht über uns hinweg. Und wir bauen und bauen. Und das ist Minecraft. Guten Morgen. Hoffentlich sind keine Viecher bei uns drin. In der Bude. Sieht aber nicht so aus. So, ziehen wir hier weiter den Boden zu. Das schlagen wir ab. So. Und die Creeper hocken immer noch vor der Bude. So, aber wir hatten doch gestern oder vorgestern uns Glas gemacht. So. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Ja, da noch zwei drauf. So. Und Sandstein. Na, ohne Sandstein lohnt sich's gar nicht, aufs Dach zu klettern. 9 Stück ist nicht gerade viel. Also würde ich eher sagen, dass wir jetzt noch kurz wieder in den Keller schlüpfen und noch ein bisschen Sandstein abbauen. Und wie ihr seht habt, ja, haben wir schon ziemlich viel hingekriegt. Und keine Mobs im Keller, keine Mobs im Keller. Auch immer schlimm. Kommt man in den Keller und wird gleich begrüßt. Freundlich mit einer Explosion. So, die Kohle, die lassen wir uns hier natürlich nicht nehmen. Die werden wir mitnehmen. Na toll. Okay, eine Kohle. Ne, da ist noch mehr. Gut, dass ich den Block da. Und hallo Sand. Ja, das ist dann so richtig toll für Creeper zum Runterkommen zu uns. So. Erstmal die Kohle da unten abbuddeln. So. Ja, wenn wir wohl das Loch nachher wieder mit Steinen zumachen. So. So. Und da wird. Oh ne, das ist Sandstein. Da wird nichts passieren. So. Und dann nehmen wir uns doch mal den Cobblestone und klatschen hier wieder alles zu. So, nicht den Ausgang hinter uns versperren, das wäre nämlich ziemlich dämlich. So. Ja, dann nehmen wir den auch noch mit. Ah, da rechts ist auch noch Kohle. Ja, da fällt dann immer der Sand runter, den muss ich auch dann oben nachkippen sozusagen. So, da mal zu. Wir wissen ja nicht, wie hoch wir noch bauen. Schauen wir uns das mal an. Also hier wird die doppelstöckige Decke sein. So, dann haben wir hier eins und zwei und also das muss zumindest noch weg. So. La 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 la. Und ich mache auch gerne mal Baustellen fertig. Und wenn mich das gerade sagt, fällt mir ein, in unserem Haus müssen wir noch die Unterteilung machen. Oh. Hat mich das jetzt erschreckt? Ja, das müssen wir auch noch machen. So, und das muss auch noch alles weg hier. Wir haben ja gleich keine spitze Hacken mehr hier. So. Weil Sandstein geht wesentlich schneller als der Stein hier abzubauen. So. Und draußen lungert wieder irgendwas auf uns. Hoffentlich ist es nur ein Schwein. Hört sich ja so an wie ein Schwein. So. Und das bauen wir alles ab hier. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr Sand brauchen. Das wird nicht reichen. Das letzte Mal, wo ich den Tempel gebaut habe, habe ich ja
fast alles weggebaut. Ich habe ganz, ganz viel Sand gebraucht. Ich habe dann einfach die oberen Schichten vom Sand gelassen und habe unten drunter den Sand weggenommen und dann so gemacht, dass dann zum Beispiel nur noch eine Schicht wirklich aus Sand besteht. Also ich habe so gemacht, dass ich oben zwei Sand gelassen habe, so wie ich das auch beim Auffüllen schon gemacht habe. Und darunter habe ich dann Steine gesetzt zum Beispiel. So könnte man jetzt also diesen Sand hier noch komplett abbauen und oben würde man das nicht sehen. So. Nein, das alles hier noch zu machen, ist ganz schön viel Arbeit. Aber viel besser erstmal die Decke hier zuziehen. Und oben müssen wir auch noch fertig bauen. So. Und zack. Wir müssen uns natürlich was freilassen. So. Und das ist halt, ja, ist halt ein Sandstein-Tempel, ne? So. Aber immerhin haben wir ja zum Beispiel auch noch ein bisschen Kohle dabei gewonnen. So. Und es wird immer weniger Sandstein und immer mehr Stein hier. So. Das und das. Das. Jetzt finden wir hier noch Lava und dann haben wir schon den Grundstein für unseren Leuchtturm. Das wär's doch jetzt. So, und ganz viel abbauen, abbauen, abbauen. So, und das. Und dann haben wir gleich die Etage hier auch wieder geschafft. Also die Schicht hier abzutragen. Man könnte das jetzt auch mit Eisenspitzhacken machen, aber das Eisen, das wollen wir uns lieber für eine U-Bahn, statt also Verbindung zwischen den beiden Standorten hier aufbewahren und so. Und wo sind meine Fackeln abgeblieben? Da sind meine Fackeln abgeblieben. Setzen wir die mal hier hin und dahin, weil da oben soll die, kommt ja gleich die zweite Decke hin. So, und wir wollen ja nicht, dass uns hier unten was spawnt. So. Und das kommt auch weg. Und dann gucken wir doch mal, dass wir uns hier die Decke zuziehen. Komm, komm noch dran. Höchste Zeit da. Fertig zu machen. So. Machen wir auch noch gerade zu, wenn wir schon dabei sind. So. So. Hier müssen wir uns natürlich. Ach. Ja, so ist das halt dann. Wenn man immer weiter baut, dann muss man auch die Treppe verlängern. So. Hier müssen wir uns natürlich für den Kopf was freilassen, sonst kommen wir immer hoch. So. Mal war das jetzt? Das reicht. Wunderbar. So. Dann können wir hier noch das Zeug wegnehmen. Das auch. Also da werde ich ja dann gleich übers Dach hingehen. So. Mal gucken, ob wir genug Sandstein dafür haben. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ja, reicht gerade so. Wunderbar. So. Ja, so sieht das dann schon mal aus. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig weit. So, das muss alles weg hier und das da drunter muss auch noch weg und wir müssen... So, da hat mich gerade mein Freund erschreckt, der gerade aufgestanden ist. So, das müssen wir hier auch noch wegnehmen. So. Ja, am liebsten würde ich jetzt einfach nur den Sandstein wegmachen, aber wir wollen das ja alles hier noch eine Etage tiefer. Also müssen wir es wohl und übel alles rausholen und ich setze lieber noch ein paar Fackeln dahin. Wir wollen ja keinen ungebetenen Gast empfangen hier unten. So Gäste immer gerne, aber so zum Beispiel ein Creeper, also ein Skelett wäre ja noch gar nicht so schlimm, aber so ein Creeper, der uns dann hier alles wieder wegballert und dann noch Sandstein weghaut, sodass kein Sandstein mehr... Ach ja, wie war das? Nochmal Treppe muss man verlängern, wenn man weiter nach unten baut. So. Ja. Zwei Sand. Würde ich sagen, gehen wir nochmal in den Keller und bauen uns noch ein bisschen was ab. Und wie gesagt, ich werde dann auch jetzt in der nächsten Folge wieder auf die Insel gehen und da noch ein bisschen was abbauen.